Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, über Erwarten. Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Es beginnt im Teil 1 mit säkularen Entwicklungen, die schon seit über 100 Jahren laufen. Im Teil 2 folgen Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs, seit etwa 3 Generationen. Im Teil 3 kommt es mehr auf die Euro-Entwicklungen im engeren Sinne zu sprechen, die ja seit knapp einer Generation laufen. Teil 4 beschäftigt sich mit Desinformationspolitik, Informationspolitik. Im Teil 5 werden kurzgeistige Hintergründe gestreift und im Teil 6 Wege aus der Krise gezeigt. Es beginnt mit säkularen Entwicklungen. Ich möchte mit einem Begriff unnötige Arbeit beginnen. Was ist unnötige Arbeit? Unnötige Arbeit ist zum Beispiel, wenn Bücher hergestellt werden und nicht gelesen werden und nicht gekauft werden. Das heißt, wenn menschlicher Fleiß, menschliche Intelligenz, menschliche Arbeitskraft dazu verwendet wird, etwas herzustellen, was dann nicht verwendet wird. Was bedeutet es, wenn unnötige Arbeit vorliegt? Nachdem die Menschen, die die Dinge herstellen, auch gekleidet werden müssen, essen müssen, wohnen müssen, müssen die von allen anderen miternährt werden, mitversorgt werden. Das heißt, die Produkte für alle übrigen werden etwas teurer. Das heißt, je mehr unnötige Arbeit wir haben, desto teurer wird unser aller Leben. Beispiel, wenn Löcher ausgegraben werden und wieder zugeschüttet werden, wenn es Millionen junger Männer machen, dann führt es in erster Runde zu einem großen Konjunkturaufschwung. Wir haben das gehabt während des Ersten Weltkrieges. Dann, wenn man sieht, dass das nichts bringt, dass das unnötige Arbeit ist, führt letztlich zu Elendnot. Also führt nicht zu Wohlstand. Oder auf die aktuelle Situation gemünzt, wenn ein paar Investmentbanker statt gefährliche Papiere, sehr hochintelligente Papiere zu produzieren, stattdessen im biologischen Landwirtschaftsanbau gearbeitet hätten, hätten wir ein paar mehr Möhrchen, ein paar mehr Korn und das Leben wäre für alle ein wenig billiger. Ein weiteres Beispiel, Werbung. Angenommen, Robinson Crusoe landet mit 3 Leidensgenossen auf der einsamen Insel. Einer sorgt für das Haus, dass das Haus gebaut wird, versorgt wird. Der zweite fischt, der dritte sorgt für Kleidung. Der vierte macht Marketing, immer reihum für einen der 3 anderen. Wir haben in Deutschland ein paar wenige Branchen, in denen es Werbeverbot gibt oder Werbeeinschränkungen gibt, wo nur sehr eingeschränkt lokal geworben werden darf. Zum Beispiel bei Architekten, bei Heilberufen, bei Rechtsanwaltskanzleien. Was würde passieren, wenn dieses Werbeverbot, das dort de facto existiert, aufgehoben würde? Der junge Anwalt, der junge Architekt würde statt eine bestehende Kanzlei zu kaufen, möglicherweise rational handeln, wenn er Werbung betreibt, auf sich aufmerksam macht. Wenn er damit erfolgreich ist, werden die bestehenden Architekten, die bestehenden Rechtsanwälte auch zur Werbung gezwungen sein. Und am Schluss pendelt sich alles auf einem bestimmten Werbeniveau ein. Was passiert in der ersten Runde? Es entstehen Arbeitsplätze, viele neue Bilder entstehen, viele neue Anzeigen, ja. Wo bleiben die Kosten? Die werden auf die Produktpreise umgelegt. Also unsere Arztbesuche würden teurer, unsere Hausbauten würden teurer. Letztlich stellen wir uns alle schlechter. Obwohl wir in der Zeitung lesen, es sind Arbeitsplätze entstanden und uns geht es allen besser. Also das Gegenteil dessen, was in Wirklichkeit passiert, würden wir in der gängigen Lehre und auch in den gängigen Medien lesen. In der Ökonomie wird das auch als Public-Choice-Theorie bezeichnet oder summiert unter der Public-Choice-Theorie, dass individuell rationales Verhalten zu kollektiv irrationalem Verhalten führt. Jeder Einzelne ist gezwungen zu werben, aber im Kollektiv ist es unsinnig. Wenn BMW die Werbung einstellt, dann haben sie Marktanteilsverluste bis dahin, dass sie möglicherweise aus dem Markt katapultiert werden. Insofern müssen alle werben, werden gezwungen, es ist individuell rational, Werbung zu treiben, aber kollektiv, wenn wir drauf schauen aus der Vogelperspektive, sind wir eigentlich unsinnig, machen wir eigentlich was Dummes, denn dadurch wird alles teurer. Das erinnert an eine Hirschart, die Konrad Lorenz, ein Verhaltensforscher, geschildert hat. Es gab eine Hirschart, da sind die Männchen mit dem größten Geweihen am besten bei den Weibchen angekommen. Dadurch haben sich die Geweihe immer größer und größer entwickelt. Am Schluss konnte die Hirschart nicht mehr fliehen,
wurde erlegt und die Art ist ausgestorben. Es war für jedes einzelne Männchen rational, ein höheres Geweih herzustellen, aber kollektiv sind sie verendet, gibt es die Art heute nicht mehr. Und wenn wir solche Prozesse haben im volkswirtschaftlichen Organismus, führt es dazu, dass wir solche hypotrophen Entwicklungen annehmen und Marketingwerbung ist eines davon. Ein zweites, falsche Optimierung. Ich spreche jetzt von Trends, die seit über 100 Jahren laufen, seit Beginn der industriellen Revolution letztlich, seit 1780 oder Deutschland 1835, Beginn des Eisenbahnbaus. Falsche Optimierung in der Ökonomie. Optimieren wir in der Regel die Stundenproduktivität. Das bekommen Sie im ersten Semester in VWL, auch im BWL, schon eingeimpft. Die Produktivität pro Stunde muss höchstmöglich sein. Unter der Nebenbedingung der Lagrange-Funktion, dass eben die Menschen nicht ganz auf der Strecke bleiben. Wir optimieren immer also den größtmöglichen Output. Das führt dazu zum Beispiel Stress am Arbeitsplatz, Burnout und so weiter. Also wir stellen systematisch die Weichen, immer stärkere Arbeitsteilung, immer stärkere Arbeitsbelastung, was unterm Strich dazu führt, dass zum Beispiel in der Welt eine Studie zitiert wird, dass 2/3 aller Deutschen am Arbeitsplatz genervt sind, Frust am Arbeitsplatz. Also es sind auch Trends, die in eine schlechte Entwicklung, in eine schlechte Richtung laufen. Grundsätzlich ist Arbeitsteilung sehr, sehr gut für die Menschheit, aber es gibt auch einen bestimmten Punkt, wo dieser Optimalpunkt überschritten wird und dann wird es kontraproduktiv und den haben wir vermutlich schon längst überschritten. Jetzt komme ich zu, das waren also langfristige Trends, die seit Jahrhunderten laufen. Jetzt komme ich zu den Trends, die seit 1945 laufen. Im Prinzip gehen diese Trends auch schon seit Jahrhunderten. Aber nachdem 1945 eine Art Stunde Null war, beginnen dort diese Kräfte vom Neuen zu wirken. Das Semmelbeispiel. Wenn wir eine Semmel kaufen für 40 Cent, so sind in diesem Semmelpreis von 40 Cent ökonomisch gesprochen 2 Kostenbestandteile enthalten: Kapitalkosten und Arbeitskosten. Es beginnt mit dem Landwirt, der braucht Boden. Auf dem Boden ruhen Pacht oder pachtähnliche Zahlungen. Der Traktor ist ein Kapitalgut, darauf ruhen Zinsen für an die Bank oder Eigenkapital, Gewinnansprüche und die Arbeitskraft des Landwirts. Dann wandert das Korn in die Mühle steht auf Boden, der Boden braucht wieder Pacht, die dort fließt. Die Mühle selbst ist ein Kapitalgut, dafür fließen Zins oder Eigenkapitalrenditen und wieder die Arbeitskraft des Müllers. Ähnlich beim Bäcker, der braucht auch Boden und Kapital, sodass in jedem Produkt, das wir kaufen, von der Wasserflasche, Anzug, Brötchenkauf, alles. In jedem Produkt ist ein bestimmter Kapitalanteil enthalten. Ein Zinsanteil kann man auch nennen. Das ist ökonomisch gesprochen eine Rente. Rente im Sinne von, dass dort Leistung ohne Gegenleistung fließt. Also Leistung ohne Arbeitsleistung. Im Durchschnitt sind es in Deutschland 35-40%, die auf den Produktpreisen ruhen. Bei kapitalintensiven Gütern ist es mehr, beim Wohnen oder Auto, beim Haarschnitt ist es weniger. Aber im Durchschnitt aller Produkte, die wir kaufen, ruhen etwa 35-40% Kapitalansprüche auf den Produkten. Auf der Grafik ist abgebildet die Vermögensverteilung in Deutschland, die Nettovermögensverteilung, also Vermögen nach Abzug von Schulden. Das Bild vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin von 2009, zeigt, dass die Vermögen in Deutschland relativ ungleich verteilt sind. Die hellgraue Linie gibt wieder die Verteilung 2007, die dunkelgraue 2002. Es ist in 10 Dezile, in 10 Zehntel eingeteilt. Die deutschen Haushalte werden nach Wohlstand gruppiert und die reichsten 10% unserer Mitbürger finden sich hier und die ärmsten hier. Und man sieht, dass die reichsten etwa 20% unserer Mitbürger ungefähr 80% der Nettovermögen eigentümen. Die unteren 30% netto null oder sogar minus, da Schulden da sind. Letztlich die unteren 50% haben netto in Deutschland de facto praktisch kein Vermögen. Was bedeutet dies? Die eben angesprochenen Zahlungen fließen an eine bestimmte Personengruppe und nicht nur in Deutschland, nicht nur in unserem Land, sondern es gilt im Prinzip für die ganze Erde. Die Beträge, um die es dort geht, sind laut dem Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, die 5 Weisen, also die 5 führenden Ökonomen Deutschlands, sprechen wir von Beträgen von 476 Milliarden Euro pro Jahr. Gut ein Viertel
des Netto-Sozialprodukts, des Volkseinkommens. Das heißt, der Kuchen, der jedes Jahr hergestellt wird, der Güterberg, der jedes Jahr hergestellt wird, fließt zu einem Viertel vorab, als Vorabzug, an die wohlhabenden Haushalte in Deutschland. Und drei Viertel bleiben für Lohnzahlungen. Netto, nachdem auch die wohlhabenden Haushalte konsumieren, handelt es sich um Transfers von pro Jahr 250 bis 300 Milliarden Euro. Unabhängig davon, also ob ich jetzt Schulden habe oder nicht, rein durch meine Güterkäufe findet es statt. Pro Jahr etwa entspricht es dem Bundeshaushalt von Herrn Schäuble. Ein zweites Beispiel, Grund und Boden. 37% unserer Mitbürger leben in den eigenen vier Wänden. Das ist auch der größte materielle Wunsch aller Deutschen. Aber nur ein knappes Fünftel hat diesen Wunsch verwirklicht. Etwa knapp zwei Drittel, 60% aller Bundesbürger leben zur Miete. Hier sind jetzt einmal fünf Familien skizziert, die in fünf Häusern wohnen. Die fünf Häuser davon sind vier im Eigentum der obersten Familie. In Wirklichkeit ist die Verteilung noch ungleicher. Der deutsche Grund und Boden ruht bei 11% der deutschen Familien, soweit er im Inlandsbesitz ist. Familie 2 bewohnt das eigene Haus, Familien 3 bis 5 wohnen zur Miete. Wenn man unterstellt, dass alle ein gleiches Arbeitseinkommen hätten, so fließt also ständig ein Miettransfer von den weniger Wohlhabenden zu den Wohlhabenderen, erhöht deren verfügbares Einkommen, erhöht deren Konsummöglichkeiten, aber vor allem, worauf ich jetzt abstellen möchte, ökonomisch, führt es zu verstärkter Sparneigung. Denn die Ersparnisbildung ist bei den vermögenden Haushalten ungleich höher als bei den weniger Vermögenden. So haben wir auch durch das Grundlebensbedürfnis Wohnung Tag für Tag in Deutschland eine Umverteilung von den unteren 60% der Bevölkerung zu den oberen 10-20%. Und ein drittes Beispiel. Wenn Maria und Josef bei der Flucht nach Ägypten etwa im Jahre 1 einen Eurocent heutigen Geldes hinterlegt hätten bei einem Geldwechsler zu einem Zinssatz von 4%, so wären aus diesen einen Cent bis zum Jahr 1750 etwa eine Goldkugel, eine Erdkugel aus Gold geworden. Und bis 1990 wären daraus 890 solcher Geldkugeln, Goldkugeln geworden. Das heißt, diese Exponentialfunktion führt dazu, dass Maria und Josef 1750 mehr als die ganze Erde besessen hätten, nur durch Zins- und Zinseszinseffekt. Das ist wie eine Bazilleninfektion, die im Körper ist. Die Bazillen wachsen exponentiell vor sich hin. Man merkt es lange Zeit nicht. Ab einem bestimmten Zeitpunkt übernehmen sie das Regime im Körper und man wird krank. Ähnlich bei Krebsgeschwüren. Es sind unkontrollierte Wachstumsprozesse, die logarithmisch verlaufen. Alle Naturwissenschaftler wissen es immer, Exponentialfunktion, klar. Aber lange Zeit merkt man das nicht. Ab einem bestimmten Punkt ist eine kritische Masse erreicht und der Krebs tritt zutage und kann dann sehr gefährlich sein. Was sind die Folgen dieser Entwicklungen? Alle drei Entwicklungen folgen einer Exponentialfunktion. Man kann die jetzt schwächen, mildern, zum Beispiel durch Erbschaftssteuer. Oder durch eine progressive Einkommensteuer. Aber diese drei Mechanismen führen systematisch, strukturell, zwingend zu einer Exponentialfunktion. Das heißt, zu immer größerer Konzentration der Vermögen bei immer weniger Menschen. Was bedeutet es ökonomisch? Ich möchte hier nicht moralisch sprechen, sondern die ökonomischen Auswirkungen darstellen. Momentan besitzen 1% der Weltbevölkerung 40% des Weltvermögens. Und die unteren 60% der Weltbevölkerung besitzen 0,8%. Die Ungleichverteilung hat in den letzten Jahrzehnten auf der ganzen Erde sehr stark zugenommen, in sämtlichen OECD-Ländern, insbesondere auch sehr stark in Deutschland. Aber auch China, Indien, eigentlich auf der ganzen Erde. Ein paar Zahlen zur Illustration von der nach wie vor führenden Ökonomie dieser Erde, USA, die etwa 25% des Welt-BIP auf sich vereinigt, der Weltwirtschaftskraft. Seit dieser Langfristchart von 1914 bis 2007 den Anteil, den die obersten 1% der US-Haushalte am Sozialprodukt auf sich vereinigten. Man sieht, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren bis einschließlich 80er Jahre Amtsantritt Ronald Reagan die 8-12% auf sich vereinigt haben. Und seit Reagan ist der Anteil sehr stark angestiegen, auf zuletzt 23% vor Ausbruch der Krise.
Und nur einmal in der Geschichte war das ebenso hoch, das war 1928, 29. Und darauf kam das Desaster der Großen Depression und das Desaster des Zweiten Weltkriegs. Oder noch zur Illustration aus USA, man kann es aber für die praktisch sämtliche Länder dieser Erde, diese Trends aufzeigen. In den USA sind seit 1980 die Vermögen, das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen in den USA von $60.000 auf etwa $160.000 gestiegen, also weit mehr als verdoppelt. Der Volltime-Lohn eines Year-Round-Workers laut Wall Street Journal, die Zahlen auch vorhin waren aus dem Wall Street Journal, die ja sehr kapital-marktwirtschaftfreundlich sind, die sind seit 1974 gesunken. Und die Medianeinkommen, also das ist das Einkommen der mittleren Familie, wo 50% mehr und 50% weniger verdienen in den USA, die sind seit 1996 stagniert. Obwohl in der gleichen Zeit ein sehr starkes Wirtschaftswachstum stattgefunden hat. Ja, wo sind die Früchte dieses Wachstums hingeflossen? Was sind die Auswirkungen dieser steigenden Ungleichverteilung? Das Bild hier zeigt Sparquoten von vor mittlerweile 13 Jahren in Deutschland. Nach der Einkommenshöhe, und man sieht, das können viele, viele Studien belegen, dass wohlhabende Haushalte mit hohem Einkommen sehr viel höhere Sparquoten haben als ärmere Haushalte. Ist ja auch intuitiv ganz einleuchtend. Was heißt es also, wenn die Ungleichverteilung auf der ganzen Erde steigt, seit etwa einer Generation, seit 30 Jahren, führt es dazu, dass die Sparquote strukturell steigt auf der ganzen Erde? Wenn die Sparquote auf der Erde steigt, heißt es, dass das Kapitalangebot steigt, das Weltkapitalangebot. Das heißt, dass der Preis für Kapital, der Zins, sinkt. Und tendenziell bleiben die Masseneinkommen zurück, da ein immer höherer Anteil des Kuchens an die wohlhabenden Haushalte fließt. Das heißt, das Masseneinkommen sei zum Beispiel seit 1980 jetzt nur stilisiert, ungefähr mit dieser Wachstumsrate gewachsen. Aber das Kapitalangebot, die Produktionsanlagen und damit auch das Sozialprodukt selbst ist mit diesem Pfad gewachsen. Natürlich in Auf- und Abschwüngen oder in Wellen, nicht konstant. Und es hat sich eine Art Lücke ergeben zwischen dem Produktionspotenzial, das da ist, und den Masseneinkommen, die sich entwickelt haben. Denn Massenkonsum ist nur möglich, wenn Massennachfrage da ist. Das ist nur möglich, wenn Masseneinkommen da sind. Also es hat sich hier eine Lücke gebildet, auf die ich gleich noch Einkommen eingehen will, woher die gekommen ist und wie die überbrückt worden ist. Zunächst schauen wir auf die Kapitalangebotsseite. Durch die niedrigen Zinsen weltweit, und ich spreche nicht von den niedrigen Kurzfristzinsen, die die Notenbanken im Griff haben, sondern von den Langfristzinsen. Denn obwohl die Notenbanken in den 2000er Jahren die Kurzfristzinsen teilweise dramatisch erhöht haben, zum Beispiel USA von 2004 bis 2006, ist der Kurzfristzins dramatisch erhöht worden. Trotzdem sind die Langfristzinsen gesunken und der damals mächtigste, einflussreichste und klügste Geldmann der Erde, Alan Greenspan, sprach von einem Rätsel, von einem Conundrum. Wie kann das sein, dass ich die Zinsen anhebe und die Weltkapitalmarktzinsen steigen? Das liegt eben daran, dass das Weltkapitalangebot sehr hoch war. Also ich spreche hier nicht von Notenbankfehlern, die gemacht worden sind. Die sind auch gemacht worden. Aber das ist nicht der zentrale Grund der momentanen Krise. Der zentrale Grund liegt tiefer. Der hat sich dem Einfluss selbst des mächtigsten Geldmannes dieser Erde entzogen. Das waren diese Grundkräfte, die in der Ökonomie gewirkt haben. Also durch diese niedrigen Zinsen weltweit gab es sehr hohe Investitionen auf allen Bereichen, wo Zins und Geld, Kapital wichtig ist. Als erstes sei zu nennen die Immobilien. Der Immobilienkauf ist in der Regel mit viel Fremdkapital, Bankgeld finanziert. Wenn das Bankgeld billiger wird, dann wird der Kauf eines Hauses billiger und die Leute kaufen viele Häuser. Das heißt, es haben sich hier sehr viele Häuser gebaut und auf der ganzen Erde, nicht nur in den USA, es kommt nachher noch ein Bild dazu. Der spanische Ökonom Montalvo hat 2008 zum Beispiel für Spanien von einem Immobilientumor gesprochen. Wenn Häuser nicht benötigt werden, in Spanien zum Beispiel über 1 Million neu stehende Häuser, ist das natürlich auch unnötige Arbeit und verteuert unser Leben. Als zweites gab es sehr hohe Investitionen in alle Arten von Rohstoffen, Gold, Lebensmittel, Öl, die dramatisch angestiegen sind, die Preise. Als drittes, was die meisten wenig wissen,
gab es auch eine Leverage-Investitionsblase. Bevor ich an die Hochschule Aalen kam, war ich Investmentbanker und habe Unternehmenskäufe finanziert, wie der Mann von Pretty Woman. Und kenne deswegen dieses Segment relativ gut, Unternehmenskäufe, Unternehmenserwerbe. Im Jahr 2007 sind Unternehmen in einem Wert gekauft worden, der höher war als das deutsche Sozialprodukt. Es sind gigantische Summen in Unternehmenskäufe geflossen, die dort auch die Preise hochgetrieben haben, unter anderem auch die Aktienpreise. Aber das hat sich vielen entzogen, weil es ein Spezialsegment ist. Aber eben allein 2007 3.500 Milliarden Dollar, die in diese Bereiche geflossen sind. Der Chef der UK Financial Services Authority, Lord Turner, also der Oberaufseher der Banken seit ein, zwei Jahren, Lord Turner, spricht davon, dass much of the financial sector's activities are socially useless. Er beseitigt im Prinzip auch verwendet auch den Begriff unnötige Arbeit. Und in Großbritannien muss man dazu wissen, dass 20% des Sozialprodukts im Financial Sector verdient werden. Und sagt, ein guter Teil davon ist socially useless, ist unnötige Arbeit. Und als letztes, möglicherweise am gravierendsten, es gab auch hohe Realinvestitionen in Fabriken, in Autostraßen, Kühlschrank, Waschmaschinenstraßen, Produktionsanlagen der Chemie, Aluminium und so weiter auf der ganzen Erde. Denn die sind auch sehr zinssensitiv, sehr zinsabhängig. Wenn der Zins niedrig ist, schießen diese Investitionen aus dem Boden. Ich habe solche Dinge auch finanziert, Großprojekte, Projektfinanzierungen. Wall Street Journal schätzt, das war vom Februar 2011, die Überkapazitäten der europäischen Automobilindustrie auf 30-35%. Es hätten 2010, 2011 etwa 24 Millionen Autos produziert werden können, es konnten aber nur 18 Millionen abgesetzt werden. Und diese Aussage plus, minus, kann man im Prinzip auf große Teile der Erde übertragen, auf die reale Industrie, nicht nur auf Autoindustrie, sondern auf alle möglichen Industrieanlagen. Im Ergebnis, wir haben weltweite Überinvestitionen auf mindestens diesen vier von mir skizzierten Gebieten, die jetzt vor einer strukturellen Bereinigung stehen, in welcher Form auch immer. Die Bereinigung hat bislang kaum real angefangen, da ist erst ein ganz kleiner Teil davon real wirklich umgesetzt worden. Ein paar wenige Illustrationen, Bilder dazu. Der US-Immobilienmarkt, Neubauten in den USA von 1990 bis 2007, Ausbruch der Krise, ist von 1 Million auf 2 Millionen gestiegen. Dann gab es einen dramatischen Abfall auf jetzt etwa eine halbe Million pro Jahr. In den USA stehen etwa 18 Millionen Häuser leer derzeit. Der US-Hausbau war laut Deutscher Bundesbank, die US-Blase war ein Waisenknabe, gemessen an der Immobilienblase von UK oder von Spanien. Dort waren die Übertreibungen ungleich stärker. Also der europäische Immobilienmarkt, mit Ausnahme Deutschland, Österreich, Schweiz, ist sehr viel stärker übertrieben als der US-Immobilienmarkt. Und nicht nur in den USA, auch in Asien, zum Beispiel Dubai gab es dramatische Überproduktionen, oder Indien, das ist noch von 2008. In vier sehr großen indischen Städten ist von 2001 bis 2008 sind die Hauspreise um das Vierfache gestiegen. Das kann keine Ökonomie dieser Erde auf Dauer verkraften. Gemessen an dem indischen Hausbauboom waren die Amerikaner totale Waisenknaben. Also ich möchte darauf hinweisen, diese Immobilienblase beschränkt sich bei weitem nicht auf die USA. Ein Blick auf die Rohstoffe. Das ist hier gewissermaßen die Schlussphase 2010 oder wenn man ab 2006 nimmt. Die Lebensmittelpreise haben sich seit dem Jahr 2000 etwa verzweieinhalbfacht auf der gesamten Erde. Man stellt hier auch eine Art Akzelerierung, eine Beschleunigung fest, eine Art Schlussphase, Beschleunigungsphase. Im Prinzip bricht der Infekt jetzt derzeit aus in den letzten Jahren. Jetzt wird die Bazilleninfektion praktisch manifest, während sie vorher lange Zeit so subkutan gelaufen ist, so unter der Wahrnehmungsschwelle. Diese Prozesse hat schon 1914 ein österreichischer Philosoph beschrieben, hat damals gesagt, es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom.
Er hat auch vorhergesagt, dass das bereinigt werden muss, auf eine oder andere Weise. Wie es bereinigt wurde von 14 bis 45, das wissen wir leider alle. Wie ist jetzt dieser Keil überbrückt worden? Das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage. Wie kann das sein, dass die Wirtschaft stärker wächst, als sie eigentlich wachsen kann? Das Schlüsselwort ist Kredit, ist auf Pump. Also der Keil ist im Wesentlichen über Kredite finanziert worden, sodass hunderte Millionen Menschen, Dutzende von Ländern über die letzten etwa 30 Jahre über ihre Verhältnisse gelebt haben. Mehr ausgegeben haben, als sie durch ihre eigene Händearbeit oder Köpfearbeit erwirtschaftet haben. Dazu ein paar wenige Zahlen. Ich nehme immer vor allem USA, weil es eben die Wiege der Marktwirtschaft ist und nach wie vor dort die Trends für die ganze Erde politisch und ökonomisch gelegt werden. Obwohl Europa etwas stärker ist ökonomisch, sind wir politisch, militärisch und von den Weichenstellungen an den USA überhaupt nicht zu messen. USA sind ungleich dominierend. Wenn man hier die Gesamtverschuldung der USA anschaut, gemessen am Sozialprodukt, sieht man das seit etwa 1980. Damals war der Schuldenstand insgesamt etwa nur 150 Dollar pro 100 Dollar Sozialprodukt und dieser Schuldenstand ist auf 373 hochgestiegen in den 30 Jahren. Man sieht das etwa an den privaten Haushalten, die Ende der 80er Jahre noch 60% ihrer Nettoeinkommen Schulden hatten. Das heißt, wer 50.000 Dollar Jahreseinkommen hatte, hatte damals etwa 30.000 Dollar im Durchschnitt Schulden und 25 Jahre später hatte derselbe Haushalt 65.000 Dollar Schulden bei 50.000 Dollar Einnahmen. Also die Schulden im Verhältnis zur Einnahmekraft haben sich dramatisch erhöht und das gilt für das gesamte Land, für private Haushalte, für Industrie, für querbeet. Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass die Verschuldungen privater Haushalte allein in den 11 Jahren von 1995 bis 2006 in praktisch allen Ländern dieser Erde deutlich gestiegen sind. Also Italien, Spanien, USA war schon. Auch bei uns, aber bei uns ist es sehr, sehr leicht gestiegen. Und bei uns ist im Wesentlichen ist dort Hausbaukredite, während in vielen anderen Ländern dieser Erde sind auch viel Konsumkredite, was einen großen Unterschied macht. Das wird in Ökonomie zwar nicht gelehrt, aber ein Kredit, der zu Konsumzwecken dient, ist im Prinzip ein schädlicher Kredit und ein Kredit zu Investitionszwecken ist ein nützlicher Kredit, aber die Unterscheidung machen wir normalerweise in der klassischen Investitionslehre nicht. Worauf ich hinweisen will, wirklich hunderte Millionen Haushalte haben weit über ihre Verhältnisse gelebt und Schuldenstände aufgebaut, mindestens während der letzten Generation. Ein Blick nach Osteuropa. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und nach einer dramatischen Krise in vielen osteuropäischen Ländern gab es ja einen märchenhaften Aufstieg, man hat auch von den Tigern Osteuropas gesprochen. Ein großer Teil dieses märchenhaften Aufstiegs, nicht alles, aber ein großer Teil war auf Pump gebaut, auf Sand gebaut, durch Kredite aus dem Westen. Das Bild hier zeigt das Sozialprodukt von vier östlichen Ländern, mitteleuropäisch-östlichen Ländern. Und hier drunter die Schulden, die im Wesentlichen aus dem Westen geflossen sind. Das zeigt, dass ein guter Teil des Aufschwungs auch dort auf Pump, auf Sand gebaut wurde. In dem Moment, wo der Kredithahn abgedreht wird, wie es zum Beispiel in Ungarn geschehen ist, haben die Länder Probleme. In Ungarn ist momentan jeder 12. Haushalt überschuldet, kann nicht zurückzahlen. Und Ungarn steht ja auch kurz vor der Staatspleite momentan. Oder was alle mittlerweile wissen, auch innerhalb Westeuropas, also nicht nur Osteuropa, Westeuropa, USA, also in fast allen Ländern dieser Erde, natürlich auch Portugal, Griechenland, Spanien haben in den letzten 10 Jahren dramatische Auslandsschulden aufgebaut, als Länder gesehen, als Kollektiv gesehen, über ihre Verhältnisse gelebt. Also zuletzt hat Spanien pro Jahr 110 ausgegeben und 100 selbst erwirtschaftet und so einen Schuldenstand aufgebaut. Und in dem Moment, wo der Kredithahn abgedreht wird, wie es mit Lehman im September 2008 spätestens war, kollabieren diese Ökonomien. Ein Blick in die längere Vergangenheit USA während der großen Depression. Man sieht, dass mit Einsetzen der großen Depression 1929 bis 1932 die Arbeitslosigkeit, die hier abgebildet ist, dramatisch hochgeht auf 24-25%. Und dann bis 1941 in keinem einzigen Jahr unter 14% fällt. Das heißt, die USA hatten 10 Jahre im Stück
eine Arbeitslosigkeit von mindestens 14%, 14-24%. Sie haben in diesen 10 Jahren dramatische Fiskaldefizite gefahren, das hat alles nichts genützt. USA stand 1941 am Rande des Kollapses und der größte anzunehmende ökonomische Glücksfall war Pearl Harbor, denn da war die Arbeitslosigkeit weg und die ökonomischen Probleme weg. Also worauf ich hinweisen möchte, die freieste Wirtschaft dieser Erde mit Entrepreneurship und freien Kapitalmärkten hat es 10 Jahre lang in keinster Weise geschafft, sich selbst aus der großen Depression zu befreien. Erst durch einen exogenen Schock, erst durch Anwerfen der Rüstungsindustrie ist die USA wieder auf die Beine gekommen. Wenn man heute die Daten der USA ansieht, wie die Schuldenstände der Haushalte sind, von Corporate Debt, wie die Staatsschulden sich entwickeln, die USA haben einen langen Weg der Bereinigung vor sich. Momentan ist die Arbeitslosigkeit offiziell 8,6% in den USA, das klingt wenig dramatisch. Wenn Sie die ganzen Unterbeschäftigten dazuzählen und die arbeiten würden, wenn sie könnten, ist die Arbeitslosenquote bei 15-20% in den USA. Und auch Menschen, die dort sind und davon berichten, sagen, man sieht sehr viel von dieser Arbeitslosigkeit und Elend auf den Straßen. Also USA sind momentan in einer manifesten Krise wie viele andere Länder dieser Welt. Wir dürfen nicht von Deutschland auf die anderen Länder schließen. Wir haben hier momentan eine Situation, eine Art Insel der Glückseligen, neue Höchstbeschäftigungen, neue Jobrekorde in fast allen Ländern dieser Welt, mit wenigen Ausnahmen, China, Indien. In allen westlichen Ländern ist momentan sehr starke Rezession, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also die Argumentation bis zu diesem Punkt läuft wie folgt. Wir haben eine bestehende Eigentumsordnung und über den Zinseszinseffekt auf die 3 Wege, die ich beschrieben habe, führt es zwangsweise zu zunehmender Ungleichverteilung. Das führt zu einer Erhöhung der Sparquote. Dadurch steigt das Kapitalangebot weltweit. Die Massennachfrage bleibt tendenziell zurück. Sie wächst immer noch, aber sie hält nicht Schritt mit dem Wachstum des Kapitalangebots und des Sozialprodukts. Wir haben hier hohe Wertsteigerungen bei Aktiva, also Boden, Häuser, Aktien, Gold. Wir haben hier Überschuldung und das muss jetzt bereinigt werden. Und eine Art Turbo obendrauf ist der Euro, auf den ich jetzt eingehen möchte. Denn auch diese ganzen Euro-Probleme kann man nicht verstehen, ohne diesen Hintergrund zu haben. Wenn man ich habe jetzt 2 Trends aufgezeigt, einen säkularen Trend, der zu immer stärker unnötiger Arbeit führt, einen Trend seit etwa 70 Jahren, der zu immer stärkerer Kondensierung des Kapitals und Gerinnung des Kapitals bei immer weniger Menschen führt. Und auf dieser doppelten Schräge setzt jetzt der Euro drauf, der eine dritte Schräge herstellt, die auch an sich allein schon dramatisch ist. Allein die unnötige Arbeit abzubauen würde Millionen und Abermillionen von Arbeitsplätzen kosten. Die Bereinigungen von Zins und Zinseszins würde allein schon ausreichen, um eine große Depression herbeizuführen. Und on top kommen jetzt noch die Entwicklungen vom Euro. Was ist mit der Einführung des Euros passiert? Ab 1995 bereits, seit der unwiderruflichen Festlegung der Wechselkurse innerhalb des Euro-Währungssystems, seither haben sich die Zinsen im Euro-Raum dramatisch verändert. Nämlich die früheren Hochzinsländer haben die Zinsen dramatisch gesenkt. Auch in Deutschland sind die Zinsen gesunken, aber das ist hier im Prinzip ein historischer Fehler, weil hier war kurz vorher die Wiedervereinigung. Das hat nichts mit dem Euro zu tun, kein historischer Fehler, sondern wir hatten eine Wiedervereinigung, einen starken Aufbauboom und dadurch Wiederaufbauboom und dadurch sehr hohe Zinsen. Das heißt, das liegt nicht am Euro, dass die deutschen Zinsen gefallen sind, sondern es liegt daran, dass der Wiedervereinigungsboom der Wiedervereinigung ausgelaufen ist. Das sind die langfristigen Zinsen, die sich zusammengeschlossen haben. Ab 2001 waren die Zinsen praktisch für alle Länder gleich gebündelt. Und die kurzfristigen Zinsen haben sich auch dramatisch verändert. Wenn man Spanien anschaut, war das 1993 bei 14% und 1999 3-5 bei 2%. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, der spanische Häuslebauer 1993 will ein Haus kaufen für 100.000 Euro und zahlt darauf 14% Zins, das sind 14.000 Euro im Jahr. Und 10 Jahre später zahlt er 2.000 Euro Zins. Das heißt, er kriegt das Haus praktisch geschenkt. Außerdem sind die Häuserpreise viel, viel stärker gestiegen, als die Zinsen betragen haben. Also die Hauspreise waren im Durchschnitt weit mehr als 10%, die Hauspreissteigerung, die Zinsen bei 2-4%. Das heißt, die Häuser sind real in Spanien wirklich geschenkt worden.
Und jeder, der kein Haus gekauft oder gebaut hat, war eigentlich ein unglaublicher Dummkopf. Also jeder ist reingetrieben worden mit System, strukturell, kauf dir ein Haus jetzt, weil wenn du nächstes, übernächstes Jahr kaufst, dann bist du schon schlechter dran als heute. Also ich will auch keine Schuld zuweisen an einzelnen Spanier, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt haben. Die ökonomischen Zwänge oder Anreize waren so, dass man systematisch in kapitalintensive Anlagen getrieben worden ist. Wer das nicht mitgemacht hat, war ein Dummkopf. Das ist wie der Hirsch, der muss immer mitmachen, sonst verliert er, sonst hat er am Schluss gar kein Haus. Gleichzeitig war die Inflation in den Euro-Ländern sehr unterschiedlich. In Deutschland war sie am niedrigsten, im Durchschnitt 28% über 14 Jahre. Und in den südlichen Ländern sehr viel höher als in Deutschland. Das hat dazu geführt, dass die Realzinsen, also das, was man real zahlen muss, nach Abzug der Inflation, in Deutschland die höchsten Zinsen waren im gesamten Euroraum. Was nicht nur eine Absurdität ist, sondern eine Perversion. Ja, die Region innerhalb Europas, die durch diszipliniertes Arbeiten über 50 Jahre lang die niedrigsten Realzinsen immer von Europa hatte, opfert die eigene Währung und bekommt zum Lohn dafür die höchsten Realzinsen im gesamten Euroraum. Aber jenseits der Moralfrage, allein durch diese erhöhten Realzinsen in Deutschland sind pro Jahr 50 bis 100 Milliarden Euro aus Deutschland rausgeflossen. Diese Zinsanpassung hat zu zwei Effekten geführt. Wenn man hier das Kapitalangebot ansieht, Kapitalnachfragekurve, je niedriger der Zins ist, umso höher ist die Kapitalnachfrage. Kapitalnachfrage heißt in dem Fall Kauf von Häusern, Kauf von Produktionsanlagen. Wenn man hier Spanien ansieht, angenommen vor dem Euro-Eintritt war das der spanische Zins und das die Kapitalmenge, die das Land zur Verfügung hatte, durch die künstliche Senkung des Euros steigt die Kapitalmenge, die in Spanien ist, dramatisch an. Das heißt, ein Kapitalfluss in sehr großen Dimensionen ist zum Beispiel nach Spanien geflossen, aber die ganze Peripherie geflossen. Im Gegenzug, wenn man sagt, das war vorher der Zins in Deutschland, bei uns sind die Zinsen gestiegen, das heißt, wurde weniger investiert und die Wirtschaft ist tendenziell stagniert oder geschrumpft. Das kann man auch sehr schön anhand von Bildern darstellen. In Spanien sieht man mit Einführung des Euros und Irland hier zum Beispiel explodiert die Bauwirtschaft zum Beispiel, während in Deutschland ein Niedergang der Bauwirtschaft ist. Die Arbeitslosigkeit in allen Ländern außer Deutschland sinkt dramatisch ab. Wir haben bis 2005 die rote Laterne, 5 Millionen Arbeitslosigkeit 2005. Man sieht es noch stärker an dem Bild, das Wirtschaftswachstum im Euroraum. Deutschland hat bis 2005 das schwächste Wirtschaftswachstum von allen Euro-Ländern. Und trotzdem lesen wir in der Zeitung, Deutschland sei der größte Nutznießer des Euros. Das ist die größtmögliche Unwahrheit. Also jeder, der das behauptet, stimmt mit keiner Zahl dieser Erde überein. Das wird aus bestimmten Gründen lanciert, aus bestimmten politischen Zwecken wird diese Aussage lanciert. Ich komme noch darauf zu sprechen. Die Zahlen hier zeigen eindeutig, ab 2006 hat uns dann Italien unterrundet sozusagen. Selbst heute ist der gesamte Euroraum steht sehr viel besser da als Deutschland. Mit diesen künstlichen Konjunkturboom in den Südländern, in den Peripherieländern, durch die künstlich niedrigen Zinsen, die nicht auf eigener Leistung beruht haben, sondern auf einer Chimäre, auf einer Illusion, die nicht wahr war, die nicht haltbar war. Dadurch sind die Löhne und die Preise in den Südländern sehr stark gestiegen. Anhand von Spanien möchte ich das exemplifizieren, aber das gilt auch für Griechenland, Portugal und auch Italien. Während bei uns die Lohnkosten im Wesentlichen stagniert sind, wir hatten 10 Jahre lang Reallohnstagnation oder Senkung, Rentenkürzungen, Erhöhung des Renteneintrittsalters, Erhöhung der Beamtenarbeitszeit in Bayern, in anderen Bundesländern. Also wir haben 10 Jahre lang die wirkliche Bevölkerung, die Masse der 40 Millionen Arbeitenden, 10 Jahre lang Stagnation und Rezession erlebt. Die Pensionäre, die Rentner haben Einbußen hinnehmen müssen. Wer profitiert hat, waren die großen Konzerne, also DAX-Konzerne. Die haben natürlich durch den Euro mehr exportieren können, aber von der Beschäftigung her spielen die keine große Rolle in der Wirtschaft. Und von dem Massenphänomen, also wenn man sagt, Deutschland hat am meisten profitiert vom Euro, kann man höchstens die DAX-Konzerne oder die MDAX-Konzerne nehmen. Ja, die haben davon profitiert, aber die Masse der Bevölkerung,
40 Millionen Erwerbstätige plus 20 Millionen Rentner, auch die Kinder, die dranhängen, die haben nicht davon profitiert. Insofern möchte ich sagen, ist dieser Ausdruck die größtmögliche Unwahrheit. Ja? Also der Kern des Problems ist, in Spanien, in allen Südländern sind die Löhne sehr viel stärker gestiegen als bei uns, die Preise sehr viel stärker gestiegen. Und heute können die Spanier, Griechen, Portugiesen keine Produkte mehr absetzen, weil die einfach zu teuer geworden sind. Also wenn man das umrechnet auf Fahrradproduktion in Aalen, bei Einführung des Euros und heute, kosten heute die Fahrräder in Aalen immer noch 300 Euro zum Produzieren und in Spanien 340 bis 350 Euro. Die Fahrräder aus Barcelona oder Madrid werden einfach nicht mehr gekauft. Das ist, was den realen Problemen im Euroraum zugrunde liegt. Die Südländer sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Das kann man auch anhand von anderen Schaubildern demonstrieren, wie es die Deutsche Bank gemacht hat, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland sich verbessert hat und von anderen Ländern dramatisch verschlechtert hat. Das ist im Kern des Euro-Problems. Und wenn das Problem nicht angegangen wird, ist auch der Euro nicht haltbar. Also über staatlich administrierte Preise kann man das teilweise machen, über staatliche Löhne, aber worauf es ankommt, sind die privaten Löhne. Und was da passiert, sieht man ja zum Beispiel an den armen Griechen, die jetzt mittlerweile ungefähr 12% geschrumpft sind gegenüber vor Krisenausbruch. Die Löhne sind auch schon deutlich gesunken. Man kann sagen, prima Griechen, weiter so, noch zwei Drittel und ihr habt es geschafft. Ihr seid wieder auf der Stufe vor Einführung des Euros. Ja, das hat Wall Street Journal schon vor 2-3 Jahren geschrieben. In Griechenland, in Irland müssen die Löhne um etwa ein Drittel sinken. Das haben sie noch nicht geschafft. Und solange es nicht geschafft ist, wird es noch weiter bergab gehen mit den mit der Wirtschaftskraft und entsprechend wird Arbeitslosigkeit und soziale Unruhen steigen. Also ist noch längst nicht, auch in Griechenland, bei all diesen Bemühungen, die da bislang getroffen sind, ist noch längst nicht der Punkt erreicht, der auch nur vor der Krise war. Manchmal bilden sich in der Ökonomie so Overshooting, Undershooting-Prozesse. Ich rede jetzt nur davon, dass wieder der Prozess der Status quo ante erreicht wird, vor Ausbruch der Krise. Wenn wir ein Undershooting haben, reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Ja, dann müssen die griechischen Löhne ab heute nochmal sich halbieren, wenn die Kapitalmärkte ein Undershooting erzwingen, was in der Geschichte häufig der Fall ist. Ein Problem daran ist, dass die europäischen Finanzmärkte sehr stark vernetzt sind, sodass wenn eines der Länder ausfällt oder eine der Banken, eine der größeren Banken in den Ländern ausfällt, sofort die Banken in anderen Ländern betroffen sind. Und daher diese Panik bei den Regierungen, um die Insolvenz selbst eines ökonomisch so kleinen Landes wie Griechenland, die nur etwa 2% des Euro-Sozialprodukts auf sich vereinigen. Deshalb diese Panik, dass es die so-called Nuclear Option gibt, dass wenn ein Land umfällt, eine Kettenreaktion erfolgt und viele andere umfallen. Die Situation heute in vielen Ländern in Europa ist schon sehr gravierend. Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien ist schon weit über 40% momentan. In Griechenland annähernd 40%. Im Euroland im Schnitt ist jeder fünfte Jugendliche arbeitslos. Wir haben hier Kernländer, Deutschland, Österreich, Holland oder Finnland, Slowakei, die noch relativ gut dastehen. Aber der größere Teil Europas ist in einer massiven Krise, was zum Beispiel Arbeitslosigkeit anlangt. Was steckt dahinter? Also in Wall Street Journal berichtet schon seit längerem von der so-called Nuclear Option. Das heißt, die Nuklearoption, die Kettenreaktion, wenn ein Land umkippt, dass dann viele andere umkippen. Was passiert, wenn dies eintritt? Dann könnte Ähnliches passieren wie 1931 beim Zusammenbruch der Danat Bank im Juni in Deutschland. Das war die drittgrößte deutsche Bank damals, die über Fehlspekulation pleite gegangen sind. Daraufhin gab es in Deutschland 2 Wochen lang Bankschließungen, Bankfeiertage von Reichskanzler Heinrich Brüning verfügt. Man konnte 2 Wochen nicht mehr abheben. Das Finanzsystem in Deutschland ist kollabiert und die Ökonomie, die gerade so an einem Talboden zu erreichen schien im Frühjahr 31, ist noch einmal abgesackt in das Tal 32 und hat zu den Wahlergebnissen geführt, die dann ja die extremen Parteien so stark gestärkt haben. Also wenn Banken zusammenbrechen und Bankfeiertage eingeführt werden, dann endet praktisch der Blutkreislauf in der Ökonomie, dann fließt kein Geld mehr. Und wenn der Blutkreislauf stillsteht, dann kann auch nicht mehr produziert werden, dann stehen wir vor mehreren Tagen von großen Unruhen und
Da muss man schauen, was dann daraus folgt, ob der Euro in der jetzigen Form bestehen bleibt, ob Einzelne rausgehen oder ob es über Gewaltmaßnahmen ja doch noch künstlich aufrechterhalten wird. Aber es stehen sehr, sehr unruhige Zeiten auf jeden Fall bevor. Was würde passieren, wenn Europa wirklich den Berg hinabgeht, woran eigentlich nichts mehr, was eigentlich nichts mehr verhindern kann? Denn zu den zwei von mir aufgezeigten Trends, die schon Fehlentwicklungen dastehen, gab als dritter Trend diese Kapitalfehlallokationen im Euroraum. Die werden beziffert mittlerweile auf bis zu 3 Billionen Euro. Und wenn Sie diese Kapitalfehlallokationen von 3 Billionen Euro, das deutsche Sozialprodukt hat 2,5 Billionen Euro, das heißt, einmal das deutsche Sozialprodukt weg, war fehlinvestiert. Das heißt, wenn wirklich diese 3 Billionen abgeschrieben werden müssen, dann stehen wir vor einer ökonomischen Katastrophe in Europa. Und das ist aber nur der dritte Trend obendrauf. Zugrunde liegen sind die beiden anderen Trends, dieser unnötige Arbeitstrend und dieses zunehmende Gerinnen des Kapitals in immer wenigen Händen. Also unter bestimmten Umständen kann man so einen Kollaps noch vermeiden, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Falls Europa kollabiert, wer hätte Nutzen davon? Cui bono? Ja, in der Kriminologie, die Fragestellung des Staatsanwaltes, die Erbtante ist gestorben, wer hat Nutzen davon? Der könnte ja vielleicht beteiligt gewesen sein. Wir haben auf der Erde viel zu hohe Kapazitäten, real. Auf irgendeinem Fleck dieser Erde müssen die Kapazitäten rausgenommen werden und das macht nie Spaß. Rausgenommen werden heißt entweder Zerstörung, physische Vernichtung oder 10 bis 20 Jahre lang keine Investition. Das heißt, es ist ein Kampf der Regionen, wo wird reduziert. Und von 1914 bis 1945 hat man gesehen, wo reduziert worden ist. Europa war 1945 dem Erdboden gleichgemacht, vor allem Mitteleuropa. Asien, Hiroshima und Nagasaki war dem Erdboden gleichgemacht. Relativ davon profitiert hat in ungeheurem Ausmaß die USA. Ich will jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass viele US-Soldaten furchtbar gelitten haben unter dem Krieg und die US-Bevölkerung auch gelitten hat. Aber machtpolitisch gesprochen, ökonomisch, militärisch, geopolitisch gesprochen, war das ein großer Glücksfall für die USA. Sie waren Nutznießer und haben ab 1945 als einzige einen funktionierenden Produktionsapparat gehabt und haben die Welt bedienen können und hatten einen unglaublichen Vorteil geostrategisch gesehen durch diese zwei Kriege. Also, es könnte im Interesse sein, von bestimmten Gruppierungen in anderen Ländern die Vernichtung herbeizuführen. Vernichtung könnte heißen Krieg, was ich persönlich jetzt nicht glaube, zumindest nicht zwischen den großen Ländern, denn jeder weiß, der andere hat auch Atombomben und das Risiko ist zu groß. Aber was es gibt, sind regionale Konflikte, wie es in Jugoslawien stattgefunden hat, in Afghanistan oder Irak stattfindet, oder Bürgerkriege, wie wir sie in London gesehen haben, in Straßen oder in Manchester vor wenigen Monaten in diesem Sommer, dass über Bürgerkriege und solche Unruhen ökonomisch gesprochen die Anlagen runtergefahren werden, die Anlagen zerstört werden, indem nicht investiert wird und zerstört wird. Wenn es in Europa stattfindet, profitiert relativ davon die nicht-europäischen Gegenden. Und möglicherweise ist es ja eingefädelt worden, dass man gesagt hat, ihr Europäer, nehmt diese Idee des Euros, genial, freut euch, führt nie wieder Krieg, werdet eine große Familie, macht eine gemeinsame Währung. Und hat dadurch eine großartige Idee verfrüht eingeführt. Verfrüht in dem Sinne, solange die einzelnen Länder national egoistische Interessen verfolgen, was sie bis heute tun, wird so eine supranationale Währung ist dann zum Scheitern verurteilt. Also es kann sein, dass man mit Absicht eine illusionserzeugende Währung produziert hat. Und auch die Spanier zum Beispiel, weil ich mich damit mehrmals beschäftigt habe und fließend Spanisch konnte früher, die in eine Illusion getrieben, und damit strukturell in ein Chaos getrieben und heute kommt das Erwachen und auch Spanien ist längst noch nicht am Ende der Krise angelangt. Also, worauf ich raus möchte ist, dass manche Kräfte das möglicherweise vorhergesehen haben, diese Idee propagiert haben, mit der Absicht, dass in Europa die Kapazitäten zerstört werden und eben nicht zum Beispiel in den Nicht-Euro-Ländern Großbritannien, USA oder auch Asien. Das wären die relativen Gewinner. Also möglicherweise sind da strategische Weichenstellungen dahinter. Als Kalkül, den Europabogen zu überspannen und ein Zerbrechen herbeizuführen. Illusionen herbeiführen, um Enttäuschung herbeizuführen, um nationale Ressentiments
um Hass und Zwietracht zu säen, sodass diese Idee des Euros, die als der Friedensbringer gefeiert wurde, möglicherweise genau zum Gegenteil führen könnte, was wir vor 2 Jahren gesehen haben, als die ersten Unruhen mit Griechenland waren, wo dann die Nazi-Vorwürfe an die deutsche Wehrmacht und an unser Volk heute kamen, dass diese nationalen Gegensätze, wenn ein Kollaps erfolgt, vermutlich stark auflodern werden, dass der Euro möglicherweise genau zum Gegenteil dessen führt, was man immer propagiert hat, wohl wissend, dass die Nationalinteressen und die Nationalismen in einzelnen Ländern durchaus da sind und dass eine supranationale Währung auf nationalem Boden gebaut nicht gut gehen kann. Also möglicherweise war die Einführung des Euros unter diesen Gesichtspunkten kein Zufall. Ich kam auf die Idee unter anderem über eine BBC-Sendung aus Großbritannien, Yes Minister, eine vorzügliche satirische Sendung. Und da hieß es, britische Politik ist seit 500 Jahren, create a disunited Europe. Schaffe ein uneiniges, sich streitendes Europa und Britannien wird triumphieren. Britannien hatte 1914 25% der Erdoberfläche unter seiner Herrschaft, war das größte Imperium in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also Großbritannien war sehr erfolgreich mit dieser Politik. Und es könnte sein, dass man die Politik jetzt mit anderen Mitteln fortführt. Großbritannien ist natürlich nicht beigetreten im Euro. Das hätte mich äußerst gewundert. In dem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass das Übernehmen von amerikanischen Ideen für Europa möglicherweise nicht so günstig ist. Ich möchte nochmal einen Philosophen zitieren von 1917. Sonst aber, wenn Europa fortfahren wird, in diesen Dingen blind zu sein, dann wird es mit diesem armen Europa so gehen, wie es mit Griechenland gegenüber Rom gegangen ist. Das darf nicht sein. Die Welt darf nicht geografisch amerikanisiert werden. Denn Amerikas Bestreben geht darauf hinaus, alles zu mechanisieren, alles in das Gebiet des reinen Naturalismus hineinzutreiben, Europas Kultur nach und nach vom Erdboden auszulöschen. Es kann nicht anders. Also ich möchte es jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber es gibt Stimmen, die schon vor langem darauf hingewiesen haben. Vorsicht, mach deine eigene Politik in Europa. Diese Denkweise, die amerikanische Denkweise, ist für Mitteleuropa oder auch für Asien nicht günstig. Warum erfahren wir von den Dingen, die ich hier berichte, in den Mainstream-Medien sehr wenig? Die Theorien sind von dieser Überproduktionskrisen, die sind alt, gibt es verschiedene Urheber oder verschiedene Menschen, die das schon thematisiert haben, zum Beispiel Keynes oder Ravi Bhatra. Das sind sehr unangenehme Wahrheiten, die in der Regel nicht kommuniziert werden in den Medien. Die Frage ist, für wen sind die unangenehm? Wenn wir schauen, wer informiert uns, in wessen Eigentum sind unsere Medien, wenn man einen Blick zum Beispiel nach Italien wirft, bis vor kurzem waren 5 von 7 Sendern, haben Berlusconi gehört. Aber selbst wenn man in andere Länder schaut, in Deutschland gibt es die Mohn-Gruppe, Bertelsmann, gibt es ein paar wenige Gruppierungen, die sehr großen Einfluss, Springerpresse, sehr großen Einfluss hat, sehr wenige Familien. 2/3 der Zeitungen, Zeitungseinnahmen kommen aus Werbemaßnahmen. Das Brot ich esse, das Lied ich sing oder die Hand, die mich füttert, beiß ich nicht. Wir werden in unseren hauptsächlichen Medien bestimmte Themen nicht erfahren. Natürlich ist unsere Presse sehr viel freier, als in der DDR oder in Russland war, Sowjetunion, Pravda, die Wahrheit, die strukturell ja die Unwahrheit gesagt hat. Aber zu glauben, dass wir eine freie, unabhängige, berichterstattende Presse oder Medien hätten, ist eine große Illusion. Wir werden 9/10 Wahrheiten, Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten lesen, aber bestimmte Dinge werden wir strukturell nicht lesen. Das ist kein Vorwurf an die einzelnen Journalisten, sondern es ist eine Systemfrage. Der einzelne Journalist, der solche Dinge berichtet, bekommt Probleme. Also es gilt selbstverständlich in noch stärkerem Maße für alle Privatsender im Fernsehbereich oder Rundfunkbereich. Rettung durch das Internet. Viele, viele Millionen Kleinbeiträge ins Internet von hervorragend informierten Individuen, Netz 3, Stichwort Netz 3, Netz 2, selbstverständlich ist eine großartige Informationsflut, zum Beispiel über das Brutverhalten der Rohrdrossel, vermute ich, kann man sich vorzüglich informieren, aber BASF hat laut Greenpeace-Journal einen PR-Manager angestellt, der ständig Wikipedia screent und andere großen Journale, Internetplattformen screent und alles, was zu BASF kritisch ist, sofort rausnimmt. Sodass wir die Geschichte der BASF, die Geschichte von Bayer bei Wikipedia verfolgen können,
die stimmt, ist wunderbar. Wenn Greenpeace dieselbe Geschichte schreibt, wird sie komplett anders ausschauen. Es ist nicht die Unwahrheit, aber es wird immer ein bestimmter Teil der Wahrheit beleuchtet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass alle großen Internetseiten, die werbegesponsert sind, dass nach demselben Phänomen funktionieren wie die Presse und wie die Medien, dass die einen Haircut haben, dass dort gestreamlined ist und manche Dinge wir dort nicht erfahren. Selbstverständlich gibt es viele kleine, vorzüglich informierte Seiten, die kann man dann abtun als obskur, mystisch oder unseriös. Was macht die Politik bei dem Ganzen? Macht es nicht besser? Ich könnte viele Beispiele aufzählen von Ilse Aigner, die alles tut, um eine objektive Informationsberichterstattung zu unterdrücken. Ein einziges Beispiel, vor etwa einem halben Jahr, glaube ich, kam raus, dass homogenisierte Milch laut wissenschaftlichen Untersuchungen möglicherweise allergieerregend sein könnte. Frau Aigner hat darauf reagiert, indem sie die Auszeichnungspflicht eliminiert hat. Das heißt, dass jetzt der Verbraucher bei uns nicht mehr lesen kann, ist die Milch homogenisiert, ja oder nein. Also vorsätzlich mit Absicht nicht informieren, der Bürger soll sich nicht informieren können über die Produkte, die gesünder sind als andere. Im Wesentlichen gilt für die Politik, ist steigbügelhaltende Industrie- und Kapitalinteressen. Insbesondere in der Landwirtschaftspolitik wird die Vernunft mit Füßen getreten. Die Preisstrukturen, die wir in der Landwirtschaft haben, die ist absolut grotesk. Ja, Großbetriebe, die die Umwelt in unglaublicher Weise verschmutzen und die Tiere unglaublich unsäglich behandeln, kriegen Millionen Subventionen und Demeterbauern, die vernünftig wirtschaften, kommen mit diesen Preisen nicht mit und werden erwürgt. Also allein unsere Preisstruktur ist komplett auf den Kopf gestellt falsch und wird eigentlich alles, was Vernunft und Menschliches mit Füßen getreten. So viel zum Einfluss der Politik auf dieses Thema. Geistige Hintergründe, was steckt dahinter? Wer hat Vorteile von diesen Prozessen, die ablaufen? Zum einen selbstverständlich die Eigentümer, die Kapitaleigentümer. In Südamerika zum Beispiel das Oligarchiesystem hat kein Interesse an starkem Wirtschaftswachstum, denn dann laufen die Dienstboten davon. Wir hatten in Berlin 1880 die Dienstbotengesellschaft. Jeder bessere Bürgerhaushalt hatte ein oder mehrere Dienstboten. Die gibt es heute nicht mehr. Warum? Wir hatten starkes Wirtschaftswachstum, die Löhne, der Wohlstand ist gestiegen, die Dienstboten sind geflohen. Die Oligarchie hat eigentlich kein Interesse an Wirtschaftswachstum. Und deswegen zum Beispiel Südamerika, wozu Wirtschaftswachstum? Dort ist die Eigentumskonzentration ungleich stärker als in Europa. Wir leben in Mitteleuropa, Skandinavien, auf einer Insel der Seligen, was die Einkommensungleichverteilung anlangt. Im Prinzip haben die wenigen Mächtigen, die das Land kontrollieren, kein Interesse an Wirtschaftswachstum. Sie können daran eigentlich nur verlieren. Was passiert allgemein, wenn die Verschuldung steigt? Wird der Einfluss von den Notenbanken zum Beispiel stärker oder von den Banken allgemein stärker? Haushalte, die verschuldet sind, die kann ich viel stärker zwingen zu Maßnahmen als nicht. Also die Macht der US-Fed oder die Macht der EZB steigt in dem Maß, wie die Verschuldung steigt. Also kommen Machtfragen ins Spiel. Militär ist sehr viel leichter rekrutierbar in Zeiten von großen Krisen. Vor der Krise haben mir Studenten berichtet, hat das US-Militär ziemlich Probleme gehabt bei Anwerbungen, mussten satte Prämien bezahlen. Wegen Afghanistan, Irak, ist ja auch durchaus lebensgefährlich. Ja. Seit Ausbruch der Krise wird angeblich das US-Militär überlaufen. Wir haben ja schätzungsweise 16 Millionen offizielle Arbeitslose, inoffiziell 25 Millionen Arbeitslose in den USA. Dann gibt es auch häufig Krisengewinner. 1907, 1908 gab es eine sehr starke Weltwirtschaftskrise, also von Amerika ausgehend nach Europa kommend. Damals war John Pierpont Morgan der mächtigste Bankier der Erde. Es ist auch bis heute, gab nie wieder so eine Konzentration von Bankmacht wie in dieser Zeit. Er hatte damals 134 Banken unter seiner Macht, hat im Sommer 2007 stark Kredite rausgegeben an die Industrie für Börsengeschäfte, hat selbst Aktien, die er nicht brauchte, abgestoßen und hat, ich denke, es war am 20. August, diese ganzen Kreditverträge auslaufen lassen, nicht prolongiert. Das heißt, am 21. August war an der Börse ein Crash, die USA sind abgestürzt und es gab bis Oktober eine dramatische Depression, nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Millionen Menschen haben ihre Existenz verloren, die amerikanischen Gefängnisse waren überfüllt, die Kriminalitätsquote ist in die Höhe gestiegen.
John Pierpont Morgan hat im Tiefpunkt der Krise an einzelnen Tagen wohl über 100.000 Aktien aufgekauft für lächerliche Preise oder hat gewartet, bis die Konkurrenz kaputt ist, hat danach wieder Kredite gegeben und hat hinterher sein Vermögen ungleich vermehrt gehabt, zusammen mit Rockefeller. Aber der Hauptdrahtzieher war John Pierpont Morgan. Also er hat damals ein Vermögen gehabt, das mindestens um das Fünffache wohl nach Schätzungen das von Bill Gates heute übersteigt. Also es gibt immer auch sehr, sehr starke Gewinner in den Krisen. Und zu glauben, dass die Machthaber oder Diktatoren oder Eliten oder Kapitalbesitzer Interesse haben, Krisen zu vermeiden, ist ein Irrglaube. Wenn man in die Geschichte schaut, zeigt sich eigentlich das Gegenteil. Uns wird immer unterstellt, ja, alle wollen doch Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Es gibt bestimmte Gruppierungen, die auch sehr viele Fäden in der Hand haben, die das nicht wollen. Sei es aus militärischen Zwecken, sei es aus machtpolitischen Zwecken. Aber darüber wird in den Medien sehr wenig berichtet. Und vermutlich geht es nicht um ökonomische Macht, möglicherweise noch nicht mal um militärische oder politische Macht. Ich möchte nochmal einen Philosophen zitieren von 1917. Das wirksamste Prinzip in der neueren Zeit, um die Macht auszudehnen über so viele Menschen, als man braucht, ist das wirtschaftliche Prinzip, das Prinzip der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Aber dies ist nur das Werkzeug. Um was es sich handelt, ist was ganz anderes. Letztlich handelt es sich darum, dass eine Gesellschaft in der Freiheit existieren kann, umzuformen in eine Sklavengesellschaft. Letztlich geht es um ganz tiefgehende Menschheitsfragen. Zum Beispiel nach 9/11 ist ja ein guter Teil der Bürgerrechte in den USA, The Patriot Act 1 und 2, ausgehebelt worden, sodass die amerikanische Verfassung für den größten Teil der Bürger heute nur noch sehr, sehr eingeschränkt gilt. Also man hatte bestimmte Anlässe benutzt, um Bürgerrechte auszuhebeln. Also möglicherweise geht es um ganz, ganz andere Dinge noch unter der ökonomischen Ebene. Angenommen, wir versetzen uns jetzt mal in die Augen des Mephistopheles aus Goethes Faust. Im Teil 2 der Tragödie, zweite Teil von Goethe, sagt Mephistopheles: Ihr wisst, wie wir in tief verruchten Stunden Vernichtung sannen, menschlichem Geschlecht. Versetzen wir es mal in die Augen des Mephistopheles aus Goethes Faust, des Advocatus Diaboli, den gab es im Mittelalter. Das war der Advokat des Teufels. Das war ein Priester, ein katholischer Priester, der ist dann aufgetreten, wenn jemand heilig oder selig gesprochen werden musste oder sollte. Der musste alle negativen Seiten zu dieser Person vorbringen. Und wenn diese ganzen Negativa widerlegt waren, dann durfte der Mensch heilig gesprochen worden. Also der hat sich mit Absicht in die Schuhe des Teufels gestellt und alle negativen Argumente aufgeführt, die er haben kann. Und wenn wir aus dieser Perspektive des Advocatus Diaboli, des Advokats des Teufels, einmal die Weichenstellungen in Ökonomie betrachten, also indem wir nicht fragen, wie können wir das größtmögliche Heil für die größtmögliche Zahl, den größtmöglichen Wohlstand hervorbringen, sondern das genaue Gegenteil, dann könnte man daraus zum Beispiel 6 Maßnahmen ableiten, indem man geniale Schachzüge einfädelt. Erstens, man lässt den Menschen immer mehr unnötig arbeiten. Dann ist trotz dieser wundervollen Technik, die wir ständig erfinden, trotzdem die Maschinen immer besser werden, kommt bei uns nicht wirklich viel an. Gut, für Deutschland trifft es jetzt weniger zu, wir sind ein sehr reiches Land. Aber momentan sind 1 Milliarde Menschen auf der Welt hungern. Wenn man in die dritte Welt schaut, sieht es dort sehr elend aus. Also unnötig arbeiten lassen, dann kommt bei den Menschen jedenfalls sehr, sehr viel weniger von diesem Wohlstand an, als eigentlich ankommen könnte. Zweitens, ich lasse sie falsch maximieren. Versuche, dass sie eben die Stundenproduktivität maximieren, und nicht, ob man sich wohlfühlt in seiner Arbeit, ob man sinnstiftende Arbeit hat. Drittens, ich mache immer wieder Überproduktionskrisen. Ich stelle die Weichen so, dass immer wieder in die falsche Richtung produziert wird, dann gibt es einen Kollaps, eine große Depression, Krieg, Zerstörung und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Also ich spreche als Advocatus Diaboli, wie kriege ich diese Menschenbrut zu so viel Elend wie möglich? Viertens, ich führe plausible, aber verheerende Axiome ein. Zum Beispiel Eigentum an Grund und Boden, Kapital und Zins in unbegrenzter Höhe. Also auch, dass ich, wenn ich 1.000 Häuser habe, mir noch 3.000 dazu kaufen kann. Auch wenn ich 20 Milliarden habe, noch weitere 20 Milliarden dazu verdienen kann. Also ich führe diese Axiome ein, was ich momentan an meiner Tochter sehe, die im 6. Semester VWL in München studiert und genau diese Axiome jetzt alles eingebläut bekommt. Diese Eigentum an Grund und Boden ist richtig, Zins und Zinseszins ist richtig und so weiter.
Das führt über langfristige Ungleichverteilung immer wieder zu sozialen Verwerfungen. Fünftens, ich muss wirklich menschliche Alternativmodelle, zum Beispiel Brüderlichkeit oder Sozialismus oder Christentum, zerstören, diskreditieren. Wunderbar geglückt, 1989, der Kommunismus bricht zusammen und jeder, der noch seinen Mund aufmacht, ich finde Kapitalismus, Marktwirtschaft nicht so gut, schau doch rüber. Selbstverständlich war die DDR grauenvoll. Ich war 1990 drüben, habe da tote Seen gesehen, verwüstete Landschaften, verwüstete Menschen, grauenvoll. Kommunismus ist noch um ein Vielfaches schlimmer als in meinen Augen als jeglicher US-Kapitalismus. Aber jeder, der gesagt hat, also Kapitalismus ist schlecht, wurde sofort gesagt, bist Kommunist, schau rüber, war doch miserabel. Also alle Alternativmodelle konnte man da wunderbar diskreditieren. Und sechstens, wenn schon unvermeidbarer Wohlstand kommt, wenn ich den als Advocatus Diaboli, wenn ich den nicht verhindern kann, dann versuche ich wenigstens, dass ich die eigentlich menschlichen Werte, auf die es ankommt, dass ich die zerstöre. Und da hat der Pate unseres dritten Kindes, der ist US-Amerikaner, halb Grieche, von der Herkunft her, spricht fließend Griechisch, ist auch immer wieder in Griechenland, liebt sein Volk. Und er sagt, was in Griechenland passiert ist in den letzten etwa 30 Jahren, durch den Beitritt zum Euro, durch den Beitritt zur EU, durch diese sagenhafte Wohlstandsmehrung, ist dort an Mitmenschlichkeit, an Religiosität, an Gastfreundschaft mehr zerstört worden als unter 400 Jahren Türkenherrschaft. Wege aus der Krise, von der Katastrophe zur Anastrophe, den Ausdruck habe ich von diesem Schadensabwickler der Allianz. Katastrophe ist die Wendung zum Schlechteren, Anastrophe ist die plötzliche Wendung zum Guten. Also wie können die Kräfte des Guten wirken? Ich habe es jetzt bewusst gut genannt, weil ich hier gerade den Advocatus Diaboli erwähnt habe. Deswegen möchte ich auch im Alten Testament dem Advocatus Diaboli dagegen halten. Also ich bin kein großer Anhänger des Alten Testaments. Wenige Spalten vor diesem Zitat, was jetzt kommt, steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das halte ich für nicht zielführend. Oder auch eine rituelle Steinigung eines Gottes, eines Jahwe-Lästerers, der da von allen umgebracht wird. Ich halte es nicht für zielführend. Also ich will hier nicht das Alte Testament propagieren. Aber was es in alten Israel gab, war nach 3. Mose 25 Luther-Übersetzung alle 50 Jahre, das ist das Erlassjahr, dass jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Also die alten Israelis waren sehr, sehr klug, sie wussten genau, wenn ich diese Bodenmechanismen arbeiten lasse mit Zins und Zinseszins, dann ist nach ungefähr 50 Jahren unsere Gesellschaft tot. Dann sind wir in sozialen Zuständen, dass unser Land zerrüttet ist. Wenn Sie in die griechische Geschichte schauen, bei Lykurg oder in Sparta, waren diese Fälle eingetreten, dass einige wenige Familien das ganze Land besessen haben, wo großes Elend war. Wenn Sie in die alte Geschichte schauen, sehen Sie diese Prozesse immer wieder ablaufen. Und hier ist wirklich beeindruckend, diese unglaubliche Klugheit im Alten Testament, nach 50 Jahren das abzuschneiden und wieder zurück auf Null zu führen, weil sie sonst genau wussten, sonst kollabiert das Land. Wie kommen hohe Vermögen zustande? Jetzt will ich doch ein bisschen auf die ethische Ebene noch kommen. Ein tüchtiger Arzt, der gut arbeitet, hat vielleicht, sagen wir, ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro. Nehmen wir an, nach Steuern und nach Konsum kann er pro Jahr vielleicht 25.000 Euro sparen. Das heißt, wenn er 40 Jahre arbeitet, mal 25.000, kann er sich über seine Händearbeit, über seine Heilwirkungen vielleicht 1 Million Euro ersparen, jetzt ohne Zins und Zinseszins. Also über der Händearbeit eines Menschen oder der Kopfarbeit eines Menschen viel mehr als 1 oder 2 Millionen kann ein Mensch in einem Leben nicht erarbeiten. Alle Vermögen, die darüber hinausgehen, beruhen nicht auf Arbeit, beruhen auf Aneignung oder auch Erbschaft, aber dann beruht die Erbschaft wiederum auf bestimmten Dingen, auf Spekulation über Vorteilung oder Rentenaneignung. Zum Beispiel Bill Gates, wie ist Bill Gates reich geworden? Die Microsoft-Mitarbeiter verdienen vielleicht $6.000 im Monat. Das Produkt, das er erarbeitet, bringt 12.000. Er bekommt aber nur 6.000 Lohn. Also am Lohn wird was abgezwackt. Das Produkt, das Microsoft verkauft, kostet vielleicht $400. In der Produktion kostet es $300. Die $100 wird dem Konsumenten abgenommen. Und so kommen 40 Milliarden oder 50 Milliarden Dollar bei Bill Gates zustande. Es ist Aneignung von Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter oder Aneignung von Kunden.
Und da ist die Frage nach ethischer Berechtigung von hohen Vermögen. Ich komme nochmal auf die Exponentialfunktion zurück. Wenn wir die Dinge so laufen lassen, wie wir sie laufen lassen, so führt dieses System in den Kollaps. Eine Erbschaftssteuer hilft nichts. Wir angenommen 25% Erbschaftssteuer alle 25 Jahre, schiebt den Pfad raus, dann kommt die Explosion ein, zwei Generationen später. Eine progressive Einkommensteuer ist schön und gut, geht nicht an die Wurzel des Problems. Die Progression bleibt, die Explosion kommt. Also unsere gängigen Einkommenserbschaftssteuer sind keine Lösung, sondern schieben die Explosion oder den Kollaps nur hinaus. Was brauchen wir stattdessen? Ich will nur ganz, ganz wenige Dinge ansprechen. Eine Vermögensteuer, wir müssen diese Ungleichverteilung reduzieren. Geld ist da, auch im Euroraum, auch in der jetzigen Krise, aber das Geld gerinnt an der Spitze, das Geld zirkuliert nicht. Und es gibt keinen Weg vorbei an einer Vermögensteuer, und zwar eine Vermögensbestandssteuer, nicht an einer Einkommensteuer. Zum Beispiel Vermögensteuer auf Bodeneigentum, das nicht selbst genutzt wird, zum Beispiel Freibeträge 2 Millionen, was darüber hinaus ist, pro Jahr 3 Millionen vom Marktwert wird besteuert. Oder von Anteilseignern, von Aktionären, die nicht im Unternehmen mitarbeiten, von GmbH, Anteilseignern, die nicht mitarbeiten, zum Beispiel 3% pro Jahr vom Marktwert Steuer. Und Zinseszinsabschaffung durch Einführung von Schwundgeld, das ist ein eigenes Kapitel. Und unser ganzes Geldsystem umgestellt wird in Schwundgeld, wie wir es in Wörgl hatten 1932, 33, wo jeden Monat das Geld 0,5% weniger wert geworden ist. Kann ich in der Kürze der Zeit nicht darauf eingehen. Im Gegenzug könnten wir die Sozialabgaben oder die Einkommensteuern senken und würden einen Nachfrageschub auslösen und könnten so möglicherweise sogar eine Eurokrise vermeiden. Also indem wir das Geld langsam, langsam umverteilen, was jetzt über Generationen sich immer mehr verdichtet hat an der Spitze, dort jetzt langsam stagniert und nicht mehr zirkuliert, das langsam umverteilen, das wäre eine Möglichkeit, einen Kollaps zu vermeiden. Aber sämtliche Vorschläge, die momentan in der politischen Arena sind, thematisieren dieses nicht. Wie können wir zum Guten wirken? Im Prinzip müssen wir viel tiefer ansetzen. Unsere Gesellschaft ist sehr stark auf Egoismus aufgebaut. Das bekommen wir sehr stark durch unser Schulsystem schon eingeimpft. Das hatten zufällig meine zwei großen Kinder. Eins war auf der Waldorfschule, eins war an der Staatsschule in Bayern. Und da haben wir festgestellt, in der Waldorfschule wird viel, viel weniger egoistisch erzogen als in der Staatsschule. Es beginnt mit dem Übertritt in der vierten Klasse. Die Klassenverbände, die dort praktisch nicht existieren, wo sehr viel auf Konkurrenz und Egoismus aufgebaut wird. Und wie so Äffchen, die dressiert werden, ich lerne für die Note und nie für die Sache. Also spätestens mit 12, 14 wollen die alle nicht mehr lernen. Dieses ursprüngliche Lernbedürfnis, das im Kinde steckt, das wird eigentlich durch dieses ständige Lernen für die Note eigentlich unterminiert. Aber das führt zum anderen auch zum starken Egoismus. Also das Staatsschulsystem reformieren, zum Beispiel wie es in Schweden ist, über Bildungsgutscheine und die Eltern suchen sich die Schulen selbst raus. Wer entscheidet, welche Sendungen unsere Kinder anschauen in den Medien, was da an Gewalt läuft? Wer entscheidet, an was unsere 2-, 3-, 4-jährigen Kinder anschauen? Worauf werden wir jetzt schon dressiert? Die werden jetzt schon nach dem Kriterium, wie kann ich die Kinder so lange wie möglich am Bildschirm bannen? Wie kann ich denen so viel Commercials und Werbespots reindrücken wie möglich, damit ich möglichst viel Umsatz habe? Es ist ein absolutes Unding. Dann unsere 12-, 14-jährigen Jungs, die an den Computer Gewalt spielen, versacken, sondern die Mädchen versacken meistens nicht so stark, dass wir das zulassen, dass wir gewinnorientierte Unternehmen im Medienbereich zunehmen, zulassen, ist ein absolutes Unding. In den Medien gehörten GmbHs rein, gemeinnützige GmbHs, kein Privateigentum an Medien. Keine Werbung in den Medien im heutigen Sinn. Frankreich hat es zum Beispiel gemacht, nach 20 Uhr in den Staatssendern, bis 20 Uhr, glaube ich, die Reklame in den Staatssendern verboten. Also wir müssen auch bei den Medien bei Werbung ansetzen. Werbung ist ein kollektiver Unfug. Jedes einzelne Unternehmen muss das selbstverständlich machen. Wir müssen die kollektiven Regeln ändern. Was kann jeder Einzelne machen? Wie kann jeder Einzelne zum Guten wirken? Das von mir vorhin genannte unnötige Produktion funktioniert nur, wenn wir es auch konsumieren in irgendeiner Form. Jeder Einzelne kann sich besinnen, was brauche ich wirklich? Muss ich die oder jene Reise wirklich tun? Muss ich da oder da wirklich hinfahren? Brauche ich dieses Ding wirklich? Im Schnitt hat der Deutsche 10.000 Güter. Brauchen wir wirklich noch die nächsten 500 wieder, wie uns oft suggeriert wird in der Presse und in dem Marketing?
Jeder, der weniger konsumiert, führt dazu, dass langfristig unser Lebensstandard steigen wird. Auch wenn die Mainstream-Ökonomie das Gegenteil behauptet, das ist auch kein Widerspruch. Ich spreche von langfristigen Tendenzen. Wenn wir weniger unnötige Arbeit haben, geht es uns allen besser. Kurzfristig führt es natürlich zu Absatzeinbußen. Wie kann jeder Einzelne zum Guten wirken, weil ich ja vorhin den Mephisto angesprochen habe? Umgang mit Kapital und Zinsen. Was macht die Bank mit meinem Geld? Uns wird insinuiert, Geld könne arbeiten in der Reklame. Ihr Geld arbeitet für Sie. Das ist eine ganz große Unwahrheit. Geld kann nicht arbeiten. Auch Kapital kann nicht arbeiten. Der Rasenmäher fährt nicht von allein. Muss jemand dahinter laufen. Die Maschine arbeitet nicht von allein. Selbst die automatischen Rasenmäher, die müssen von einem Ingenieur entworfen und gewartet und produziert werden. Alles basiert auf Arbeit. Die Aussage, ich kann von Zins leben, von Geld leben, ist eine große Unwahrheit. Ich lebe immer von der Arbeit anderer Menschen. Insofern kann sich jeder bewusst machen, was macht die Bank mit meinem Geld, wo legt die das an? Je mehr Dividende, je mehr Zinsen ich persönlich habe, umso mehr müssen andere Menschen arbeiten. Das ist derselbe Aneignungsprozess im Kleinen, den Bill Gates im Großen macht. Anspruchsdenken, Rechte, Pflichten. Immer wird uns gesagt, das sind eure Rechte, das steht euch zu. Wenn eine neue Steuersenkung kommt, Bild-Zeitung, ihre Rechte. Was steht? Keiner fragt, was müssen wir tun, damit wir Schulen haben, damit wir Hochschulen machen. Wer zahlt die Steuern? Dieses ständige Anspruchsdenken, dieses nie die Pflicht betonen, wie es noch Kant betont hat, ob Pflicht, du heilige Begriff der Pflicht, das führt natürlich dazu, dass das System auf Dauer nicht funktioniert. Dass im Prinzip eine Art Krieg aller gegen alle im Kleinen entfacht wird. Wenn man sich die Steuerunehrlichkeit anschaut, wer zahlt noch ehrlich Steuern? Oder auch Übernutzung von Sozialsystemen. Auch Hartz IV wird sicher teilweise ausgenutzt. Oder das Krankenversicherungssystem wird ausgenutzt, weil ich muss ja nicht zahlen. Ich mache jetzt noch die und die und die Untersuchung, kostet ja alles nichts. Da ist überhaupt kein Gefühl dafür da. Alles, was wir in der Richtung in Anspruch nehmen, müssen andere Menschen erarbeiten. Worauf es ankommt, ist die Prinzipien erkennen, die ich hier skizziert habe. Faust sagt ja, der Mephisto in der Tragödie, erste Teil, er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Ja, wenn man einen Blick in die Medien wirft, in die Boulevardpresse, in die Pornoindustrie und so weiter, da sieht man, welche Kräfte da wirken, diese ganzen Gewaltspiele, die unterwegs sind, haben den Eindruck, das ist schon sehr weit vorgerutscht. Und Mephisto sagt ja auch an einer Stelle, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Also darauf aufmerken, was passiert eigentlich in unserem Land? Warum dürfen eigentlich unsere Kinder solche Sachen sehen, wie sie sehen? Warum gibt es da keinen Aufschrei? Also das Wichtigste ist, das zu erkennen, bewusst machen und dann kann man erst dagegen handeln. Ich komme zum Schluss, um es noch ein bisschen, zumindest eine religiöse Dimension, anklingen zu lassen. Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger, hat nach 1945 gesagt, wir müssen komplett anders denken, komplett anders leben. Selbst diese von mir skizzierten Maßnahmen reichen nicht. Für die Menschheit, wie sie heute ist, handelt es sich darum, das Reich Gottes zu verwirklichen oder unterzugehen. Im Sinne von irdischer Ordnung, der Gerechtigkeit und des Friedens. Der Auftrag, der uns heute gesetzt ist, lautet, uns selbst, unsere Umwelt und die Strukturen dieser Welt zu heilen und zu heiligen. Oder ein anderer von mir, schon dreimal zitierter österreichischer Philosoph, die einzige Lösung der sozialen Frage, ich will das aber nur skizzieren, weil hier ist ja kein Vortrag von der Kirche, was ich auch schon oft gemacht habe, wo es um so theologische Fragestellungen ging, ist die Anerkennung der göttlich-geistigen Natur des Menschen, liegt in der Anerkennung dessen, dass dasjenige, was vom Menschen hier als physischer Leib auf der Erde herumgeht, nur der äußere Ausdruck ist für etwas, was in jedem Menschen aus der Ewigkeit hereinleuchtet. Also dass man einen komplett anderen Ansatz macht, das geht natürlich weit über alle Ökonomie hinaus, aber selbst der Mephisto-Ansatz geht eigentlich schon weit über die Ökonomie hinaus. Also, wir brauchen ein neues Denken. Wir können die Krise als eine großartige Chance begreifen. Die Krise, die jetzt kommen wird, mit großer Wucht, mit großer Dauer. Unser mechanisch-naturwissenschaftliches Denken. Das ist großartig zum Maschinenbauen geeignet, aber meiner Meinung nach falsch für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften. Die Menschen sind keine Maschinen. Genau dieses Denken, was in der Nationalökonomie herrscht zum Beispiel, wo ich das ein bisschen beurteilen kann, das ist die Ursache des Problems und nicht die Lösung. Wir müssen komplett anders denken. Zum Beispiel gibt es von Klaus Otto Scharmer, der lehrt am MIT in Boston, Theorie U, der ganz andere soziale Phänomene der Betriebswirtschaft beleuchtet, wie man durch einen Nullpunkt der Gruppenbildung geht. Oder Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, Udo Hermannsdorfer, Schumacher oder der Papalangi,
sind Reden des Südsee-Häuptlings Tuyavi aus Tiavea, von einem Indianerhäuptling, die er vor dem, kurz nach dem Ersten Weltkrieg gehalten hat. Da gibt es ein Kapitel über Finanzierung, das ist großartig an Einsichten. Und für mich persönlich war das beste Buch in der Ökonomie, das ich in 30 Jahren gelesen habe, der Nationalökonomische Kurs oder die Kernpunkte der sozialen Frage von Rudolf Steiner, von dem auch die anderen drei Zitate waren. Das ist dieser österreichische Philosoph. Das waren für mich persönlich zumindest die besten ökonomischen Bücher, die ich in 30 Jahren passionierten Ökonomentums gelesen habe. Und das sind komplett andere Ansätze, als diese in der Mainstream-Ebene lesen, die in keinster Weise mechanisch oder naturwissenschaftlich, also nicht mechanisch vorgehen, wissenschaftlich ja, aber nicht in diesen mechanischen Naturwissenschaften. Gut, von der Katastrophe zur Anastrophe. Wir werden in den nächsten 10 Jahren eine dramatische Krise erleben. Und nicht nur Krise, sondern noch deutlich Schlimmeres. Ich glaube auch nicht, dass sie noch abwendbar ist. Insbesondere in Europa wird sie besonders schlimm wütend. Es muss Altes untergehen, damit Neues entstehen kann. Es gibt Koniferen in Australien, das sind Zapfen. Die öffnen erst ihre Zapfen und geben die Samen frei bei Temperaturen von über 150 Grad. Das heißt, in diese Zapfen ist mit grandioser Weisheit eingebaut, dass Altes verbrennen muss, Altes zerstören muss, damit Neues entstehen kann. In dem Sinne, der Zusammenbruch, der jetzt kommt, der in meinen Augen nicht mehr aufzuhalten ist, also wenn man nicht ganz, ganz drastische Maßnahmen ergreift, ist die große Chance, endlich andere Maßnahmen zu ergreifen, andere Weichen zu stellen, eine menschlichere Gesellschaft anzufangen. Wir haben jetzt die Chance, mehr Vernunft, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit in unser Leben zu bringen. Danke.